Simon Christoffel ist ein Goldschmiedemeister aus Leidenschaft. Aber kaum jemand weiß heutzutage, wie man Goldschmied wird. Ich bin Goldschmied geworden, weil mein Vater Goldschmied war, weil es eine gute Gelegenheit war und weil ich als Kind auch schon immer gerne feine Sachen gebastelt habe. Das Schöne an dem Beruf ist, dass man wirklich von null etwas erschaffen kann. Also alleine aus der Idee, die man im Kopf hat, irgendwie so und so soll das Schmuckstück aussehen, kann ich meine Metalle nehmen, mein Silber, mein Gold und kann es sozusagen formen. Ich kann es schmelzen, ich kann es gießen, ich kann es auswalzen, ich kann es aussägen und ich kann es genau so hinkriegen, wie ich es mir vorher im Kopf vorgestellt habe. Ja, in dem Fall hier kam eine Kundin zu mir, hat mir ihren Stein gebracht, ein wunderschöner ovaler Zitrin, und wollte daraus einen Anhänger gemacht haben. Und zuerst mal habe ich mit der Kundin besprochen, wie das Ganze auszusehen hat, was sie sich vorstellt, welche Ideen sie hat. Und danach habe ich das Ganze mal in mehrere Entwürfe umgewandelt, ausgearbeitet. Das waren dann ein paar Seiten. Die Kundin hat sich dann den Entwurf, der ihr am besten gefallen hat, ausgesucht. Und der nächste Schritt war von mir dann mal verschiedene Teile von dem Schmuckstück herzustellen, aber auch parallel dazu ein Modell, damit die Frau eine Vorstellung hat, wie es denn plastisch aussehen wird. Und nachdem sie das Modell gesehen hat und es hat ihr gefallen, habe ich dann auch mit dem Schmuckstück, mit dem Anhänger richtig losgelegt. Er ist noch nicht ganz fertig, er muss noch poliert werden und noch mattiert werden danach. Dann kommt so ein geflochtenes Lederband durch und sie wird schon sehr zufrieden sein. Welche Voraussetzungen und Stärken man mitbringen muss, um den Beruf des Goldschmiedes auszuüben, weiß Simon Christoffel aus eigener Erfahrung. Um Goldschmied zu werden, braucht man am besten Geduld, Kraft in den Händen, gutes Vorstellungsvermögen. Also eigentlich kann heutzutage jeder Goldschmied werden, wenn Sie jetzt meinen, was man an rechtlichen Voraussetzungen braucht. Weil Goldschmied inzwischen ein Beruf ist, für den man keinen Abschluss und keine Prüfung mehr braucht. Es ist halt so, wenn man ein Geschäft anfängt und sich dazu entschließt, einen Beruf zu ergreifen, sollte man schon wissen, was man tut. Und auf der anderen Seite ist es ja so, dass die Kunden auch Vertrauen zu dem haben sollten, zu dem sie gehen. Das heißt, wenn sie ein Schmuckstück haben, überlegen sie sich ja vorher, wenn sie es reparieren lassen wollen, gehe ich jetzt zu diesem oder gehe ich zu jenem? Das ist halt eine ganz wichtige Sache, das Vertrauensverhältnis von Kunden zu Goldschmied. Jedoch birgt der Beruf des Goldschmiedes ein gewisses Risiko. Arbeitsschutz ist wichtig, also Schutzbrillen, Gehörschutz, je nachdem, mit was man zu tun hat, sollte man tragen. Und wenn mich irgendjemand, mir Unbekanntes, fragt, was ich denn beruflich mache, dann sage ich aus Spaß immer gerne, ich habe beruflich mit Schwermetallen und giftigen Chemikalien zu tun. Und im Grunde genommen, es gibt kein schwereres Metall als Platin. Und ich habe auch jeden Tag mit Schwefelsäure, Salpetersäure und solchen Sachen, Vergoldungsbädern und solchen Sachen zu tun, die schon relativ giftig sind und auch gefährlich. Also bei denen man immer bestimmte Schutzvorkehrungen treffen sollte. Für Simon Christoffel ist mit der Ausübung seines Berufs ein Traum in Erfüllung gegangen.